Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie begrüßen zu unserem Veranstaltung in diesem Jahr. Wir haben letztes Jahr eigentlich eine letzte Veranstaltung, Frau Leutefeld, keine Veranstaltung mehr gemacht. Das hat natürlich viele Gründe, die ich heute nicht alles erklären. Ich freue mich, dass trotz des schönen Wetters viele von Ihnen den Weg vorbei gefunden haben, heute an diesen Veranstaltungen teilzunehmen. Unsere Gesellschaft, die deutsche Gesellschaft, hat in ihrer Kernaufgabe die Pflicht, die Menschen objektiv zu informieren. Und wie Sie alle sicherlich die Entwicklung verfolgen, ich nehme an, dass viele von Ihnen sehr intensiv mit dem Konflikt in Syrien befasst, dass die Medienberichte, die wir alle hören, manchmal nicht immer stimmig oder vielleicht haben die anderen nicht gefehlt. Das können wir nicht ändern. Ich wollte aber vorweg klarstellen, weil einige, vor allem Medien auch, uns letztes Jahr nach der Veranstaltung mit Frau Leukefeld beschuldigt haben, wir würden Partei ergreifen für bestimmte Richtungen. Das will ich klarstellen, dass wir als deutsch-jüdische Gesellschaft nicht die Absicht haben, hier oder nicht beabsichtigen, das Regime in Syrien gegen die Opposition oder andere Regierungen zu unterstützen, sondern unsere Aufgabe, sachliche Informationen zu liefern, dass die Menschen aufgrund von Fakten bestimmte Positionen annehmen und nicht aufgrund von Werbung und Propaganda. Es war ja in den letzten Monaten sehr schwierig, irgendwelche Medium zu finden, der wirklich objektiv über diesen Konflikt berichtet. Und es ist auch nicht so viele Journalisten, die im Grunde auch Kenntnisse oder Erfahrung haben, die darüber berichten. Viele von denen übernehmen sie von anderen Medien. Und also Beispiel zum Beispiel. Ich lese ja sehr gerne seit vielen, vielen Jahren sehr berühmte Medium, der Spiegel. Der Spiegel selber übernimmt seine Informationen überwiegend von anderen. Das heißt, er ist nicht selber an den Informationen beteiligt. Deswegen bin ich froh, dass wir drei ausgewiesene Experten gefunden haben, die sich mit der Rolle der Medien auseinandergesetzt haben. Die lesen viel, analysieren viel und haben nach meiner Überzeugung fundierte Kenntnisse, wie die Medien berichten. Das ist erstmal der Herr Kretschmann, der Forstel und Frau Beck. Und ich bin gespannt, ich weiß nicht, was Sie dann, wie Sie dann berichten, was Sie berichten, aber Teile habe ich gelesen natürlich, vor allem dieses Film hier, was gleich als erste ausgestrahlt wird. Und werden wir sehen, wie die Medien bestimmte Nachrichten formulieren und an uns verkaufen. Ich bin gespannt nachher auf die Diskussion, die ich nachher an meinen Freund Dr. Esedin Musa übergebe, dann darf er noch nachher in die Diskussion weitergehen. Achso, mein Kollege sagte mir, wir sollten Ihnen erzählen, dass wir heute vor dieser Veranstaltung eine Sitzung der Gesellschaft, der deutsch-jüdischen Gesellschaft, abgehalten haben. Wir haben einen neuen Vorstand, kompletten neuen Vorstand gewählt und nicht wie die Medien letztes Jahr, die berühmten Medien, die darüber berichtet werden, behauptet, die existieren ja nicht mehr. Fakt, wir wissen alle, dass die deutsch-jüdische Gesellschaft ist die aktivste Gesellschaft eigentlich in der Region. Aber naja, die Medien nur sagen, die sollen mal kommen und sehen. Deswegen sollte ich Ihnen auch berichten, dass wir heute neu vorschlagen und neue Gesellschaft für unsere Gesellschaft gefunden haben. Ja, ich bin
Zeit sowieso verschieden ist, möchte ich den ersten Referenten, Herr Kleitschmann, über seinen Film und ich muss das halt abdunkeln, dann. Mein Freund. Ja. Klar.